zeigen ihm in unseren Büchern Bilder von Tieren des Landes und erfahren, dass gerade die Tiere, die wir suchen, in seinen Wäldern leben. Es gilt jetzt, den Mann zu gewinnen, dass er uns stromauf zu seinem Dorf führt. Einen Tag brauchen wir, ihn dazu zu überreden. Dann ist er bereit. Wochen harten Kampfes gegen die Wildwasser und Stromschnellen beginnen. Die Fahrtrinne auswarten, das Kabel gegen die Strömung vorbringen. Balancieren mit bloßen Füßen über die scharfen Felsen des Untergrundes. Alle Mann ans Seil. Boot für Boot geht über die Wasserschwelle. Verstärkung heran. Endlich haben wir es geschafft. Die Flotte ist oben. Düstere Urwaldberge den Fluss zusammen. Und vor uns erscheint das fantastische Bild einer Stromschnelle, wo die Wildwasser sich in schäumenden Kaskaden über die in Treppen abfallenden Steinbänke wälzen. Hier hätten wir fast den ersten Bootsuntergang erlebt. Wegsuche über Land. Mit Winnetou, so haben wir unseren Waldmenschen wegen seines scharfzügigen Indianergesichtes getauft, gehe ich am Rande des Felsenhanges heran an die Schnelle. Ich fühle mich wie Old Shatterhand in vergangenen Zeiten, wie ich hier dem langmähnigen, nackten Indianer über die Felsblöcke seiner weltfernen Jagdgründe folge. So nah wie möglich klettern wir an dieses brüllende Ungeheuer von Stromschnelle heran. Mit 6 Kähnen und 100 Zentnern Ladung müssen wir hier durch stromauf. Es sieht verzweifelt aus. Der Weg scheint die schweren Boote gesperrt. Aber wir müssen es versuchen. Ran an den Pfeil. Hartsteuerbord ist ein schmaler Seitenbach. Hier setzen wir zum Angriff an. Winnetou greift zu Pfeil und Bogen. Was hat er vor?
Plötzlich legt er den Pfeil auf die Sehne. Da hat er einen Parcours. Schmeckt wie Forelle. Dramatischer wird der Kampf. Felsbänke sperren den Weg mit dem schweren Kahn rüber über den Felsenblock. Die Kähne sahen auch danach aus. Harz kochen, um die Boote zu dichten. Eine Plateaustufe ist erreicht. Weiße Reiher streichen wie Märchenvögel ab. Eine Rohrdommel, ein Ufervogel, steht im Geäst. Lässt uns auf 6 Meter heran, ehe er ins Dickicht des Waldes flieht. Plötzlich heisere Schreie über uns. Ein kapitaler Klammeraffe geht wie ein Gespenst seiner selbst durch die Baumkronen ab. Wieder nimmt uns märchenhafte Urwaldlandschaft auf. An den Luftwurzeln schoten Früchte wie seltsamer Schmuck niederhängen. Da hinter der Krümmung ein Wild am Ufer. Winnetou hat in den letzten Wochen mit dem Vorderlader, den wir ihm schenkten, schießen gelernt. Da liegt die Beute auf der Felsenbank. Ein ausgewachsenes Wasserschwein. Kein Schwein, wie der Name sagt, sondern ein Nagetier. Das größte der Welt. Einen Zentner schwer und 1 Meter lang, aber mit den Ratten und Mäusen näher verwandt als mit den Schweinen. Fleisch für die Küche, Fell und Schädel für die Sammlung. Nur mit unseren kleinen, immer griffbereiten Aqua-Schmalfilmkameras waren solche Schnappschüsse auf plötzlich fliehende Urwaldtiere möglich. Winnetou angelt, schlägt den riesigen Raubfisch gleich auf dem Felsen tot. Dann noch 3 kühle Schläge mit dem Messer auf den Hinterkopf. Denn wenn Finger oder Zehen in dieses Räubermaul geraten, so sind sie ab. Piranhas huschen unter Wasser dahin. Fisch jagt mit Pfeil und Bogen. Getroffen. Der Pfeil zittert an der Oberfläche dahin. Der Fisch kommt ermattet hoch. Hat ihn. Neue Stromschnellen sperren den Weg. Tosende Wildwasser, für kein Boot der Welt passierbar. Wir müssen über Land. Boote entladen. Mit den Lastkähnen durch den Urwald. Zentimeter für Zentimeter. Knüppel unterlegen. Winnetou kommt zu Hilfe. Bindet die lange Haarmähne im Nacken zusammen, damit sie ihn bei der Arbeit nicht hindert. Spannt sich wie ein Stier an das Seil. Unter rhythmischem Gebrüll der Männer schiebt sich der Riesenkahn durch den engen Buschpfad. Laufschritt vorwärts. Die Planken krachen über die Felsen, auch Hosenböden krachen. Ausgepumpt kommen die Männer oben an. Das nächste Boot. Und so 6 Mal hintereinander, 3 Tage lang.
Erhitzt und schweißtriefend stürzen sich Indianer und Mischlinge zum Bad in die lauwarme Flut. Aber sie schwimmen nicht hinaus in den Fluss. Sie fürchten die Raubfische und Stachelrochen. Dann säubert Winnetou seinen Einbau. Zündet sich, wie er es inzwischen gelernt hat, wie ein Herr eine Zigarette an